Moin und herzlich willkommen, zweiter Spieltag, Hoffenheim VfL Bochum. Leute, ich werde übrigens zu jedem Auswärtsspiel und zu jedem Heimspiel gehen. Deswegen 92,4% haben den Kanal nicht abonniert. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da, folgt mir auf Instagram. Danke für euren Support, viel Spaß beim Video. Ja Leute, ich werde euch heute ein bisschen mehr zeigen. Ich zeige euch die Toiletten, wo man Speisen und Getränke herbekommt. Und ich versuche auch einmal komplett rum um das Stadion zu gehen, damit ich euch die jeweiligen Stadien zeige, halt, wo ich alles hingehe. Und damit ihr auch so einen Einblick habt, wo ihr mal hingeht. Deswegen kommt mit. So, das ist einmal das Stadion von außen. Das ist die Prezzo Arena, nennt sie sich. Da ist auch schon der VfL Bochum Bus. Und da hinten ist dann der TSG Fanshop. Übrigens kann man hier noch Karten kaufen. Das ist die Tageskasse. Hier, rote Karte für den Schwarzmarkt. Hier kann man, glaube ich, auch noch Karten kaufen. Da sind schon ein paar Leute hier. Wir haben 14 Uhr jetzt. Hier hinter mir ist der VIP-Bereich. Leute, was mir noch ganz, ganz wichtig ist, ich weiß nicht, ob euch das überhaupt alles interessiert, ob ich das Video echt so lange halten soll. Deswegen schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr sowas schön findet, die ganzen Stadien zu sehen, auch von innen und außen, so aufs Detail, oder ob ihr gar keinen Bock drauf habt. Das würde mich echt interessieren. So, Freunde, ich bin selber das erste Mal hier. Wir gehen mal rein und schauen mal, wie das Stadion aussieht. So, dann gehen wir mal. Gucken wir mal. Ja, von hier sieht es doch schon sehr, sehr gut aus. Ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, sieht schon echt gut aus. Sieht auf jeden Fall echt gut aus. Auf jeden Fall hat sich die Toiletten hier. Ihr wolltet die unbedingt sehen. Ohne irgendwelche Menschen jetzt hier aufzunehmen. Die auf Toiletten sind. Coole Videos. Yo, ich danke dir. Das sind die Toiletten hier. Ja, ganz normale Toilette. Ne? Ja, Freunde, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, hier gibt es Speisen und Getränke. Aber eins muss ich sagen, hier gibt es echt nur alkoholfreies Bier. Also wer ein Bier mit Alkohol haben möchte, kann man hier nicht kaufen. Müsst ihr, bevor ihr hier reinkommt, ins Stadion kaufen und dann auch trinken. Ja, komisch, sehe ich auch zum ersten Mal, aber es ist hier halt so. So, jetzt ab ins Spiel. Ja, Freunde, hier irgendwo im Punkt zeige ich euch die Ausstellung. Ihr hört die VfL Bochum-Fans. Ja, Heinz mit seinem Debüt für den VfL in der Innenverteidigung. Übrigens ist Gerrit Holtmann verletzt. Hat sich gestern beim Training verletzt. Und dafür spielt er nicht. Dafür spielt José Tutu. Und Janko spielt auf der rechten Seite hinten. Wir gucken mal, wie es wird. Ich hoffe auf 1-2. Sieg.
den wieder, macht einen Fehler, holt sich den aber wieder. Weiter! Hol ihn dir, Junge, hol ihn dir! Hauptsache nicht verlieren. Ich sag auch 3-2, aber Hauptsache nicht verlieren. Ja, wichtig ist erstmal nicht mehr ab. 2-0 haben wir geführt. Ja, 2-0, aber Führung hatten wir ja immer scheiße gespielt. Ne? Wenn wir mal geführt haben, konnten wir es nie halten. Auf jeden Fall, Leute, checkt Matze ab. Ich verlinke den unten. Wer den noch nicht abgecheckt hat, soll den abchecken. Macht auch richtig geile Stadionvlogs. VfL Bochum natürlich. Und checkt den Jungen auf jeden Fall auch ab. Danke. Wir gucken, was das Spiel so mit sich bringt. So, auf geht's, zweite Halbzeit. Meine Stimme ist schon fast weg. Noch ein bisschen ist da. Noch ein bisschen. So fahrlässig, so doof eigentlich, ne? Dass das so weit kommt, dass er den ziehen muss, damit es einen Elfmeter gibt, das gibt's nicht. Ich kann's einfach nicht glauben. Ganz ehrlich, das ist das erste Mal nach so einer langen Zeit, dass ich so sauer bin. Aber egal, Leute, wir sehen uns zu Hause gegen Bayern. Haut rein, genießt noch das Wochenende. Ich weiß, obwohl es schwerfällt, aber nichtsdestotrotz, wir sind Bochumer und wir kennen das eigentlich auch nicht anders. Weiter geht's, weiter geht's. Ciao, ciao.